So Leute, da sind wir wieder. PC hat ein bisschen gesponnen, deswegen musste ich so schnell den Part auf einmal wenden. Und Major muss wohl die ganze Scheiße jetzt alleine machen. Weil ich Spitz nicht kann. Nee, das war deine Schuld, weil du als da hinten abgehangen hast, ey. Bin cool, ja. Alle haben es im Video gesehen. Ich stande vorne, weil er sich hinten versteckt hat. Was cool ist, ich krieg immer noch Geld. Das ist lustig. 700.000, ich denke. Ich habe mal gerade alle Tasten gedrückt. Statt vielleicht kann ich vielleicht doch irgendwie joinen. Aber leider nicht. Schade. Weißt du, warum du auf den Sack kriegst? Weil es nicht kannst. Warum kriegst du auf den Sack? Weil es nicht kannst. So, hast du gerade mit dem Flammenwerfer einen Headshot gemacht? Natürlich, aufgeladen. Direkt aufgeladen, geschossen. Ey, da wird doch jetzt irgendwo gleich nochmal ein Checkpoint kommen, ey. Ich raste gleich aus. Ich hoffe doch. Nee, letztes Level ist kein Checkpoint. Der Tod war so unverdient, ey. Das ist echt lächerlich. Ultra lächerlich. Verdient zu leben, Schweine. Mach ich gerade Button-Mashing wie nicht. Ein Drecksgewehr. Nein, ey. Ob ich noch die Million krieg? Ah, hier nach dem Let's Play jetzt, wir spielen danach direkt mal auf übelst schwer. Auf die übelst schwer können wir noch nicht spielen. Ja, aber halt schon das Schwerste, was auswählbar ist. Aber mir irgendwie so klar, dass es schon aufgeht. Dann kann ich auch endlich wieder auf HD zocken, oh mein Gott, Leute. Da ändert sich das wahrscheinlich nicht. Ja, wie viele Parts wir jetzt am Stück aufgenommen haben, das ist so abnormal. Das ist jetzt der 12. Also 10 Parts, glaube ich. Macht das Sinn? Kann das sein? Echt 10 Parts? Ach du Scheiße, ey. Jetzt in einer Nacht wieder komplett durchgezockt. Ich hab auch nur ein Minigame. Minigame mit Story. Alter, wie viel kommen? Oh, kann man bitte einen Checkpoint kommen? Das war nicht klar. Das Boah, war nicht klar. Jetzt kommt noch eine ganze Armee. Ich wollte gerade noch sagen, da kommt echt ein Springer, aber ich darf sagen. Guck mal alle dahin. Bitte. Oh Gott, ey. Und ein Checkpoint. Oh nee, fertig. LOL? Alleine. Ich hab's alleine. Das war jetzt das letzte Level? Ich denk schon. Kein Endgegner. Okay. Okay. Na warte mal ab, ein Ende jetzt. Ah, sie haben die 20 versteckten Bonuslevel freigeschaltet. Was? Ich würde mir Headshot geben sofort selber. Ich würde sofort meinen Penis in den Mund geben. Gab's nicht ab 50 Millionen Punkte eine Trophy? Nee. Über den Hype. Mal gucken, was wir jetzt an Trophys kriegen. Gold-Trophäe. Noch eine, los. Eher nicht. Doch. Immer mit der Ruhe. Also noch eine Bronze jetzt. Jetzt fährt den Zug vorbei.
Gold Trophy, doppelte Action. Stille. Das war's wohl. Okay, noch Video. The army had planned to wipe out the infection by deploying nukes. The warheads were armed, so I hit the button. Boah. We flew for a long time. Everywhere looked the same, a dead world. A secluded underground bunker sounded as good a place as any. After hours of flying, we finally approached the Ego Gate facility. They were probably going to push and prod us for the rest of our lives, but we were tired of running and hiding. So then, did you get my tissue sample? Yeah, here's your sample. Dr. Morden then signaled the lab technicians and we were ushered into bio-containers, a lot like the one we found Patient Zero in. The doc told us they'd found a way to fuse our DNAs with that of Patient Zero's, turning us into living sources for the cure. But I guess that's what they told everyone. There was no cure. We were to become bioweapons, like the others before us. Immune to the virus. Programmed. Obedient. Of course, they didn't know about the cyanide capsule, still hidden inside my mouth. Since I was no good to them dead, I bit down hard. When I flatlined, Dr. Morden rushed to open my container. But he was right. The virus had mutated, and I was no longer immune. He was my first kill. Whoa, okay. Richtig krasses Outro. Und Major, bist du überhaupt noch da? Okay, anscheinend nicht. Okay, also es war ein richtig krasses Ende jetzt. Ja, und Leute, das war's mit Let's Play Dead Nation. Oh, wir haben das jetzt alle 10 Parts am Stück jetzt gerade aufgenommen. Es war sehr krass. Dumm war es jetzt, dass ich am Ende nochmal draufgegangen bin. Aber mal kleiner Fazit zum Spiel, also macht auf jeden Fall riesen Spaß. Jetzt, ja, ich muss sagen, so der krasse Knallertitel ist es jetzt natürlich nicht, das muss ich dazu sagen, es ist viel zu eintönig. Es gab viele verschiedene Gegnerarten, so, das fand ich ganz cool, diese kleinen Zwischengegner, sag ich mal. Na, es waren noch nicht mal Zwischengegner. Gab leider keinen Bossfight jetzt, das finde ich auch sehr schade. Wenn er so ein richtig fetter nochmal so zum Schluss gekommen wäre, so ein einzelner, das wäre geil gekommen. Ja, was soll ich über das Spiel sagen? Also es macht auf jeden Fall Laune, ist auf jeden Fall so ein Game, was man einfach mal mit einem Kumpel so zusammen zocken kann. Wenn man schön was getrunken hat oder so, richtig cooler Abend, dann schön zusammen irgendwas zocken, koopmäßig, das macht auf jeden Fall Laune. Wie gesagt, geht auch an der Konsole im Koop zu zweit. Ansonsten, ja, also ich kann das Spiel eigentlich echt empfehlen, es macht sau Spaß. Es ist jetzt, ja, recht kurz, na doch, ist eigentlich schon recht kurz und zu eintönig dafür, aber sollte man echt mal gespielt haben, macht schon Laune. Major verabschiedet sich gerade noch. Und das tue ich jetzt auch, Leute. Schreibt Comments, was ihr von dem Spiel haltet. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten LP, wann das ist. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Und ansonsten gibt es wieder Infos, Infovideos. Leute, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns also. Bis dann. Ciao.